Seid gegrüßt. In diesem Video schauen wir uns mal den 10. Saw-Film an. Den wollte ich ja schon vor einiger Zeit rezensieren, aber jetzt hatte ich immer andere Sachen gehabt. Aber nachdem ich jetzt auch schon die anderen 9 Filme rezensiert habe, dachte ich, mache ich jetzt hier auch noch mal ein Video drüber. Also, ihr erfahrt jetzt hier, worum es geht und wie mir der Film gefallen hat. Auf geht's! So, worum geht es denn überhaupt in dem Film? Die Ereignisse spielen kurz nach dem ersten Saw-Film. Wenn ihr nochmal wissen wollt, worum es da geht, hier in dem Video findet ihr meine Rezension. Jigsaw ist ja krebskrank und dem Tode geweiht. Allerdings erfährt er von einem Bekannten aus der Selbsthilfegruppe, von einer Ärztin namens Cecilia Petersen. Ihr Vater forscht an einer neuen Methode zur Behandlung von Krebs. Aber die müssen im Verborgenen bleiben, weil die Pharmaindustrie diese Erkenntnisse unterdrücken möchte. Er schafft es dann auch, mit denen in Kontakt zu treten und wird gebeten, nach Mexiko-Stadt zu kommen für die Behandlung. Das macht er auch, kommt dorthin und vereinbart mit diesen Leuten seine Behandlung, die ihn viel Geld kostet. Aber er macht es und sie wird durchgeführt. Als er jedoch danach wieder in das Labor zurückkehren will, um sich zu bedanken, stellt er fest, dass es verlassen und zerstört ist. Und als er sich den Verband abnimmt, sieht er, diese Behandlung ist niemals durchgeführt worden. Der Tumor wurde nicht entfernt und sie haben ihn um sein Geld betrogen. Nun sind er auf Rache. Erstmal nimmt er sich denjenigen vor, der ihn da empfangen hat. Er unterzieht ihm einen Test, wo er sich 2 Rohrbomben aus dem Arm schneiden muss, was er auch schafft, bevor sie detonieren. Danach nimmt er sich die restlichen vor. Insgesamt 4 Leute entführt er zusammen mit seiner Gehilfin Amanda Young. Die 4 unterzieht er dann ebenfalls einem Test. Die erste Person muss sich selbst ein Bein amputieren und dann mit einem Schlauch, den sie sich reinsteckt, sich Knochenmark raussaugen. Ich meine, es waren 350 Gramm. Sie schafft das jedoch nicht, bevor die Zeit abläuft und wird getötet. Amanda und John diskutieren dann über die Rechtmäßigkeit ihres Vorhabens, da Amanda Mitleid mit einer der Personen hat. Währenddessen gelingt es Patterson, kurz ihr Handy zu nehmen und jemanden anzurufen, wird dann aber von Amanda überwältigt. Sie machen dann weiter. Einer muss sich dann ohne Betäubung selber eine gewisse Menge Gehirngewebe rausschneiden, was er aber auch nicht schafft und ebenfalls getötet wird. Die dritte Person muss sich einen Arm und einen Fuß mit einem Hammer brechen, um einer Vorrichtung zu entkommen, wo sie bestrahlt wird, was sie tatsächlich auch schafft. Während das passiert, kommt noch Parker zur Hilfe, der ebenfalls erzählt, dass er um sein Geld betrogen wurde und ebenfalls auf Rache sind. Als dann etwas später eigentlich noch Petersen dran ist, entpuppt sich dieser Parker plötzlich als ihr Verbündeter. Das war derjenige, den sie angerufen hat. Die beiden überwältigen John und Amanda und auch den jungen Carlos, den John etwas vorher kennengelernt hat und mit dem er sich angefreundet hat, und sperren nun John und Carlos in eine von den Fallen. Und zwar werden sie immer wieder abwechselnd mit Blut gewaterboardet. Die beiden wollen sich aus dem Staub machen, aber als sie die Geldtasche nehmen, lösen sie einen Countdown aus. John, Amanda und Carlos können sich befreien und die beiden müssen darum kämpfen, weil nur einer überleben kann und sich Giftgas in dem Raum verbreitet. Schließlich kann Patterson ihren Freund überwältigen und schafft es dadurch lange genug, am Leben zu bleiben, aber die 3 haben sich in der Zeit schon verzogen. So, das war jetzt so die grobe Zusammenfassung, aber wie kann man den Film bewerten? Also ich muss sagen,
ich fand den jetzt wieder bedeutend besser als die vorherigen. Also der achte Teil, finde ich, der hat nicht mehr richtig diese Saw-Wipes gehabt. Wenn ihr nochmal sehen wollt, warum der mir jetzt genau nicht so gut gefallen hat, hier in dem Video findet ihr meine Rezension zu Teil 8. Und den neunten Teil, der hat mich sogar noch mehr enttäuscht. Warum? Hier in dem Video gibt es die Rezension zu Teil 9. Den hier fand ich wieder bedeutend besser. Es hat wieder mehr von dem ursprünglichen, was Saw ausgemacht hat. Und natürlich Jigsaw und Amanda kommen vor. Was sich ja immer wieder gezeigt hat, und das habe ich ja auch schon in genügend Rezensionen davor gesagt, die Produzenten haben dann eben erkannt, es war ein Fehler, die beiden so früh sterben zu lassen, schon im dritten Teil. Wenn ihr nochmal genau wissen wollt, was sich im dritten Teil zugetragen hat, hier in dem Video, erfahrt ihr mehr darüber. Das hier fand ich, war tatsächlich ein sehr guter Film. Er geht wieder so ganz weit zurück, relativ, und diesmal ist es ja so, dass Jigsaw einerseits natürlich so ein bisschen aus persönlicher Rache so handelt, aber trotzdem, wie er es halt macht, eben den Leuten diese Lektion erteilt. Und ja, wie gesagt, das fand ich sehr interessant, wie sich das hier zugetragen hat. Also, dass er quasi um sein Geld betrogen wurde und ja, hat dann die Leute, wie gesagt, nach und nach den Tests unterzogen. Das waren auch diesmal wieder ganz andere Fallen. Also hat mir auch sehr gut gefallen, diese Abwechslung, die sie eingebaut haben. Die Fallen sind diesmal ganz andere, aber doch sehr schockierend, muss ich sagen. Amanda zeigte ja, wie gesagt, gegenüber einer Person so ein bisschen Mitleid. Das ist tatsächlich ganz anders gewesen, als wir das kennen. Gerade im dritten Teil konnte man ja fast sagen, ist sie eher die Böse im Vergleich zu Jigsaw. Hier ist das noch umgekehrt. Sie hat ja, wie gesagt, Mitleid gegenüber einer Person gezeigt. Das mag natürlich auch noch sein, dass sich das so mit der Zeit entwickelt, aber trotzdem fand ich das hier ein bisschen außergewöhnlich. Und natürlich auch zeigt sich mal wieder, wie geschickt Jigsaw alles vorhersehen konnte, was sich ja auch schon in den anderen Teilen gezeigt hat, dass man denken könnte, sie haben ihn und den Jungen in eine von seinen eigenen Fallen gesperrt, also haben sie ihn quasi besiegt, aber das war letztendlich auch wieder nur eine Täuschung. Fand ich wirklich ganz interessant gemacht. Und dadurch ist der Film auch gerade am Schluss nochmal richtig spannend geworden. Hat mir auf jeden Fall auch sehr zugesagt. Was man ja diesmal auch hier hatte, war das quasi, man könnte fast schon sagen, Jigsaw, Amanda und der junge Carlos waren quasi die Guten in dem Film und diese falschen Ärzte die Bösen. Das ist ja anders als vorher, sonst ist ja immer quasi Jigsaw der Böse. Aber hier kann man sagen, ja, ist eher fast schon der Gute. Jetzt nicht so direkt, er ist mehr wie so ein Anti-Held, kann man sagen. Aber die Bösewichte sind letztendlich die Gegner von ihm. Also hier hat man das auch ein bisschen gedreht. Das war ja immer schon so interpretiert worden, dass Jigsaw nicht so ein klassischer Bösewicht ist. Aber das ist hier nochmal viel stärker vorgekommen. Und auch dadurch unterscheidet sich der Film. Das war bisher nie so. Aber hier wird das tatsächlich anders gemacht, weil wirklich Jigsaw selber wirklich im Mittelpunkt der Handlung steht. Das gab es ja vorher auch nicht. Also das finde ich sehr interessant, was sie sich hier haben einfallen lassen. Es wird ja auch auf jeden Fall noch einen 11. Teil geben, der ja schon in Produktion ist. Ich bin mal gespannt, was sich da noch draus ergibt, ob wir das dieses Jahr noch erfahren werden oder nicht. Wird sich zeigen. Ich auf jeden Fall kann den 10. Film den Fans der Saw-Reihe auf jeden Fall sehr empfehlen. Und wenn ihr gerne noch eine andere bekannte Horrorreihe auch noch da Rezensionen von sehen wollt, dann könnte vielleicht auch Freitag der 13. euer Interesse wecken. Worum es da geht, könnt ihr in dieser Playlist erfahren. Das wäre es soweit hierzu. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Rezension. Tschüss!